Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen. Mani Borgmann und Frank Buschmann. Gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Start? Also für mich ist es völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Die Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Und der kommt genau an. Und jetzt! Eckball. Können die da was draus machen? Pepe. Kein Schimmer von Gefahr in dieser Situation. Nee, ein guter Kopfball, der sieht wirklich anders aus. Die Ecke, okay. Versuch's, Becker. Und der ist drin. Da schauen wir nochmal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier nochmal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Das war einfach ein super Eckball. Er will den Ball. Raul Meireles. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Fabio Contrao. Raul Meireles. Cristiano Ronaldo. Ball im Aus, gibt Einwurf. Raul Meireles. Ja, da kommt was auf uns zu. Da freut sich der Trainer. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Raul Meireles. Da liegt er frei rund, der Ball, holt ihn euch. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Cristiano Ronaldo. Ein wunderschönes Zuspiel. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Das sieht gut aus. Und jetzt stand. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Kann er sich den Ball holen? Ein sehr schöner Pass.
Richtung. Hier bahnt sich vielleicht was an. Guck mal hin! Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Nimmt ihn mit dem Kopf. Warum macht er jetzt nicht den Ausgleich? Wenn ich das mal wüsste, den muss er machen. Den muss er. Gut gemacht vom Keeper, gut mitgespielt. Gomez. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Kopfball. Da müssen sich die gegnerischen Fans aber nicht aufregen. Nee, also definitiv nicht. Es hätte eine Chance. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Achtung! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Philipp Lahm. Ja, so kann es weitergehen. Und nun Lukas Podolski. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und schon wieder Eckball. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Da ist er wieder in Position für eine seiner gefürchteten Flanken. Jetzt sieht er! Ja, sie lagen hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich! Und hier sehen wir es nochmal. Er hat genau gepasst. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Nani. Raul Neves. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Und Eckball gibt es. Unsicher wird das Ganze, aber geklärt. Hübsch abgewehrt, aber trotzdem wieder Ballbesitz für den Gegner. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Raul Neves. Fabio Contrao. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Stark gemacht. Die Abwehr steht goldrichtig. Einwurf. Hier die Ballbesitzstatistik. Cristiano Ronaldo macht das mit dem Einwurf. Souverän geklärt. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. Da sehe ich aber eine Mannschaft, die mit dieser berühmten Glücksgöttin im Bunde gewesen ist in der ersten Halbzeit. Ja, absolut. Also das ist eine ganz klar einseitige Partie. Aber du musst am Ende auch mindestens einen versenken. Und hier im Olympiastadion läuft das Spiel wieder. Und nun Lukas Podolski. Funktioniert die Mann. Hinter rein! Ein knapper Punkt.
Vorsprung, sie führen mit einem Tor. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er könnte passen. Die Mannschaft wieder wird gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Nani. So sieht ein Pass aus. So wollten sie es nicht. Mesut Özil hat den Ball. Ja, jetzt ist er frei. Und das ist das Tor. Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Das ist ein Konter aus dem Lehrbuch und wirklich beeindruckend. Nach einem Sprint über das halbe Feld hat er noch genug Kraft, um den ins Netz zu schieben. Und das macht er richtig gut. Spitzenmäßiger Alleingang. Jerome Boateng. Gutes, schnelles Passspiel. Gomez. Du kannst gar nicht so schnell gucken. Und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. Er sucht den Abschluss. Weinschneider. Und schon wieder geht's Eckball. Gucken Sie sich das an, das ist das Eckballfeld. Einwurf jetzt. Raúl Meireles. Cristiano Ronaldo. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Da bahnt sich vielleicht eine sensationelle Wende an, Buschi. Ja, das könnte das Comeback des Jahres werden. Das ist ja unfassbar. Also es wird noch mal eine knappe Kiste. Und in dieser Situation wird einfach mal der Mut belohnt, es aus einem solchen Winkel zu probieren. Ein tolles Tor. Mesut Özil jetzt. Der Abwehrspieler haut den Ball ins Seitenaus. Und nun Lukas Podolski. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Abgefangen dieser Ball von Mesut Özil. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und nun Lukas Podolski. Und Achtung, genau hingeschaut. Podolski! Was für ein Torwart haben wir heute. Unbezwingbar, der Mann. Ich würde jetzt fast Wetten annehmen, dass der heute keinen kassiert. Ja, das war Abseits. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Schöner Pass.
sieht gut aus. So leichtfertig darf man sich hinten in der Verteidigung nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Die Fahne des Assistenten ist oben in dieser Situation. Uiuiui, schwierig. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Sicher in der Ballbahn. Jawohl, abgefangen. Jetzt schießt er und klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Da freut sich der Trainer. Und die Situation ist bereinigt. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Und jetzt hat er freie Bahn. Die Bande verarbeitet. Und der Ball ist drin. Dreimal hintereinander am Stück. Der klassische Hattrick. Super. Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Und der kommt genau an. Sauber geklärt. Und da ist er gut dazwischen gegangen. Und damit können wir das Endergebnis vermelden. 4:2 ist das Spiel ausgegangen. Was war der Erkenntniswert? Sie haben gewonnen. Vielleicht haben Sie ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ja, das würde ich gar nicht unterschätzen, Manni. Das ist genau der entscheidende Aspekt. Das nimmst du mit in die nächsten Wochen. Es war spannend, es war hochklassig. Ich denke, Sie haben genauso viel Spaß bei diesem Spiel gehabt wie ich. Manni Volkmann sagt Tschüss, bis die Tage.